Lol. Willkommen zurück bei Lego Pirates of the Caribbean. Jack Sparrow und Elizabeth sind leider ins Wasser geschmissen worden von Hector Barbossa und sind glücklicherweise hier nun gestrandet. Aber logischerweise wollen sie nicht ewig. Oh, cool. Man kann hier eine Flasche ausgraben, aber nur mit einer Schaufel. Suchen wir die doch gleich mal. Geht nur leider nicht. Aber Bananen kann ich suchen. Warum das denn? Vielleicht muss ich Nahrung finden, um zu überleben. Ne, Moment mal. Hier ist ein... Ah, hier ist ein Affe. Ich könnte mir vorstellen, die Bananen, die ich hier gleich finden werde, die brauche ich, um die Schaufel zu bekommen, die der da hat. Stimmt's? Ja gut, die Bananen sehe ich auch so. Da brauche ich ehrlich gesagt nicht die Hilfe meines Kompasses, aber alles klar. Jedenfalls, wir müssen nun versuchen, von dieser Insel wegzukommen. Das ist ja ganz klar. Ich nehme jetzt mal hier die Banane mit und versuche, den Affen irgendwie zum Tausch zu überreden. Ja. Wie ich es mir dachte, er hat keine Lust dazu. Jetzt komm mal da runter, ich kann auch klettern. Willst du mich verarschen? Bleib jetzt stehen! Da muss ich ihm vielleicht die Banane hinwerfen? Ah, nee! Jetzt wird's angezeigt, dass er eine Banane will. Geht doch! Danke! Du bist nett. Na dann, gehe ich doch direkt mal zurück und grabe die Flasche aus. Das gehört zwar nicht wirklich zu meinem Spiel dazu, weil das ja zu den 100% zählt und wir die nicht spielen. Aber, mein Gott, die paar Meter kann ich jetzt auch mal rennen, ne? Genauso wenig, wie ich hier die Sandburgen bauen möchte. Aber ich muss sagen, diese Insel sieht ganz schön aus. Ich habe die auch immer ganz gerne in Assassin's Creed 4 Black Flag erkundet. Also von daher, ne? Was habe ich hier denn Schönes? Etwas zum kaputt machen. Ach so, das soll ein Lagerfeuer darstellen. Ja gut, dann bräuchte ich jetzt noch Feuer. Aber wo kriege ich Feuer her? Hier sind mehrere merkwürdige Sachen, die man eventuell auch ausgraben könnte, aber ich habe jetzt die Schaufel wieder verloren. Ich weiß gar nicht, wo die hin ist. Ich muss sie fallen gelassen haben oder vielleicht habe ich sie auch einfach bei der Flasche vergessen. Moment mal. Was kann man hier denn noch finden? Also, was ist das denn? Das sieht interessant aus. Irgendein Zeichen mit einem Totenkopf drauf. Das muss auf jeden Fall irgendwas Spezielles sein. Da ist es auch schon. Aber das muss ich ebenfalls ausgraben. Ach, oh, plötzlich hat Jack seine verdammte Schaufel wieder in der Hand. Ist klar. Okay. Das könnte das Schmugglerversteck sein. Weil das Kapitel heißt ja, das Schmugglerversteck. Und das ist wohl unter der Erde. Okay. Na dann, schauen wir mal nach. Tatsächlich. Das sieht nach einer versteckten Höhle aus. Ein Fass. Coole Atmosphäre hier mal wieder. Wow, fall nicht runter. Hier gibt es aber auch Dynamit. Vielleicht brauchen wir eine Packung, um das Lagerfeuer anzuzünden. Ich könnte mir vorstellen, Jack und Elizabeth planen, Rauchzeichen in die Luft zu senden. Ach, warte, hier brauche ich sie. Sie kann da hochspringen. Da ist irgendwas für eine Frau. Aha. Nicht nur für die Frau, sondern auch für Jack. Der andere Teil der Brücke. Aber bevor ich darüber gehe, sollte ich mich vielleicht erstmal umsehen. Und natürlich auch mal ein bisschen was kaputt machen. Weil wir brauchen Stats. Wir brauchen Geld. Um die verschiedensten roten Hüte kaufen zu können. Die sind verdammt teuer. Was ist das? Kann man auch kaputt machen. Okay. Um den Rang wahrer Pirat geht's mir jetzt nicht. Aber ich möchte schon am Ende alle Hüte besitzen. Dazu brauchen wir auf jeden Fall Stats mal 2 relativ schnell. Kostet aber 500.000. Das ist
ganz schön viel. Mir gefällt die Atmosphäre hier. Außen wie innen. Ich bleib dabei, also die Level von Lego Pirates of the Caribbean sind bislang echt gut und wir sind schon fast durch mit dem ersten Film. Wenn das Niveau so hoch bleibt, dann bin ich überzeugt davon, dass wir hier ein sehr, sehr gutes Lego-Spiel haben. Vielleicht sogar das zweitbeste, also zumindest das, was ich gespielt habe. Guten Durst, liebes Skelett. Lego City Undercover ist immer noch unanfechtbar. Aber besser als Lego The Movie Game, glaube ich, kann das hier auf jeden Fall werden. Hast du was für mich? Nein, der trinkt auch nur. Das sind ja alles Säufer hier, meine Güte. Da ist aber noch einer. Oder vielleicht passiert was, wenn sie alle drei getrunken haben. Oder? Ich brauche das? Nein. Aha, der hat das Ding, was ich suche. Okay, wir brauchen nämlich Jack, wie hier zu sehen ist. Aber der hängt noch fest, weil er kann ja nicht so hoch springen wie Elizabeth. Und es war klar, dass man hier was braucht. Okay, eine Kurbel. Jetzt halten wir das Ganze mal gedrückt. Zack. Die Brücke sieht aus wie aus Gummi. Aber egal. Okay, dann geht's weiter, Jackie. Mach deinen Job. Rein mit dem Säbel. Und ich meine wirklich den Säbel, nicht das, was du da unten in der Hose hast. Das kleine Ding da. Ach, halt. Da kommt was für sie. Eine Leiter. Was, können wir echt schon wieder raus? Warum? Wir haben hier jetzt nichts Besonderes gefunden. Kein Feuer, kein gar nichts. Oh. Aber einen ganzen Tag Lebenszeit verloren. Oh, habt ihr das gesehen? Grünes Licht. Das heißt, dass eine eine Seele verlässt das Totenreich. Glaube ich. Irgendwie so war oder was. Und sie haben eine Trophäe erreicht. Ein grüner Schein. Ja, das ist ein Achievement, das man im Storyverlauf bekommt. Ja, dann war das schon so. Dann ist das irgendwas Besonderes. Cool. Oh, das ist bis jetzt mein Lieblingskapitel irgendwie. Ein Fernrohr. Was sieht man denn da? Aha, der hat Feuer. Wir müssen es klauen. Da ist ein Papagei. Süß. Was? Ich habe schon wieder ein Achievement bekommen, weil ich auf den Horizont geguckt habe. Interessant. Oh, ich muss hier aber kurz mal cutten. Moment. So, da bin ich wieder. Wo ist der jetzt hingegangen? Hey, bleib stehen. Ach, das ist doch der Norrington, oder? Vollidiot. Ja, das geschieht ihm schon recht, hey. So, was macht er da? Oh, pass auf, nicht, dass er mich sieht. Das ist ja blöd. Wir sind eigentlich voll offensichtlich zu finden da. Null Tarnung. Aber egal. Warum denkt Jack nur ans Cocktail schlürfen? Und sie macht mit. Lecker Tee. Was zum Teufel? Wie haben die das jetzt angekriegt? Und was geht jetzt hier ab? Oh Gott, die sind besoffen. Hoffentlich machen die keinen Fehler. Schließlich ist Elizabeth doch eigentlich mit Will. Ne? Zusammen. Und mit Norrington. Das ist ein bisschen verwirrend. Ernsthaft? Das ist vorher wieder ausgemacht? Na toll. Schön bei Kälte schlafen. Richtig nice. Das stelle ich mir ganz schlimm vor. Und was wird das? Oh, mein Hut. So geht's nicht, du. Ach so, als Strafe benutzt sie den Hut von ihm, um das Feuer wieder anzumachen. Okay. Nee. Kann ich aber nicht erlauben. Was zum Teufel geht jetzt ab? Okay, ich würde sagen, ich folge jetzt einfach mal dem Lichtstrahl. Ich habe gerade keine Ahnung, was das soll. Aber irgendeine Bedeutung wird schon haben. Sind wir eigentlich immer noch auf der gleichen Insel? Oder jetzt woanders? Nee, wir sind jetzt woanders, okay. Weil man hat ja gar nicht gesehen, wo wir da rausgekommen sind. Okay, auf einer anderen Seite und man kann da was bauen. Was ist denn das? Boah, keine Ahnung, hey. Aber ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Um zu schauen, ob da irgendwas Besonderes ist. Ah, die Frau, die kann nichts, Mensch.
Sag mal, kommst du auch mal da hoch? Weiter, weiter. Bloß nicht runterfallen jetzt. Oh, typisch Frau. Ja gut, dann lass es bleiben, komm. Habe ich von hier eine gute Aussicht? Oh! Schaut mal, was da ist. Eine Menge Stats und eine sehr einfach zu findende Flasche. Geil. Yeah! Also der Rückwärtssalto von ihr war jetzt nicht schlecht. Das hat die Dummheit von vorhin wieder wettgemacht. Aha, und deswegen ist das Licht da. Damit können wir die Dynamitstangen anzünden. Okay. Ist da hinten was? Nö. Irgendwie nicht. Ach so, ich verstehe schon. Jetzt wird es umgeleitet. Wir haben hier so eine Art Lichtspiel. Und somit auch Lichträtsel. Coole Idee. Echt coole Idee. So, und jetzt müssen wir es weiterlenken. Die Frage ist nur, wie. Moment. Hä? Nee, ich muss erstmal hier was machen. Moment mal. Das muss wieder zurückgelenkt werden. Nochmal drehen. Ja, so, genau. Und du gehst dann so lang. Genau, perfekt. Und schon entzündet sich auch da was. Und wir können aus den Steinen wieder was Neues bauen. Ey, geil. Also das Level ist echt episch. Richtig coole Sache. Ich empfehle euch auch das Let's Play selbstverständlich in 1080p zu gucken. Und was ich auch noch ansprechen wollte, ist natürlich könnt ihr das Game auch im Multiplayer spielen. Und dabei könnt ihr sogar euch aufteilen, weil früher in den Lego-Spielen war das üblich, dass man sich nicht aufteilen konnte und beide Charaktere immer auf dem gleichen Screen zu sehen waren. Aber ja, wenn ihr euch aufteilt, dann kommt da einfach so eine Art Splitscreen und soll wohl richtig viel Spaß machen, das im Zwei-Spieler-Modus durchzuspielen. Wer Bock drauf hat, kann es demnach tun. Mir wird da oben rechts ja auch schon die ganze Zeit angezeigt. Ja, Controller zuweisen. Weil normalerweise soll man das auch in Together zocken. Ich weiß nicht warum. Lego sieht es auf jeden Fall so. Ich jetzt nicht. Hier brauchen wir irgendeinen Charakter, den ich nicht habe. Gut, es kann schon sein, dass es natürlich zu zweit noch mehr Spaß macht. Aber ja, Juli mag ja die Flucht der Karibik-Serie nicht ganz so und deswegen mache ich es mal lieber alleine. Sie hat mal gesagt, der vierte Teil, das war einer der Filme, wo sie sich am meisten drüber geärgert hat, dass sie im Kino war. Sie wollte danach das Geld wieder zurück. Ja, also soll wohl wirklich schlecht sein, der Film. Oh mein Gott. So. Jetzt geht's wieder nach draußen. Ich muss jetzt irgendwie das Licht auf mein Feuer lenken. Oder? Ja, gut. Ist sogar schon geschehen. Sehr geil. Aber was kam da hoch? Das ist das, was ich in den Aufzug geschmissen habe. Aber ich weiß nicht, was das ist. Das sind irgendwelche Bauteile, die ich jetzt einfach mal da ablege, wo es mir angezeigt wird. Vielleicht kann ich mir damit ein Schiff bauen, so ein winzig kleines. Wir müssen ja einfach nur zur nächsten großen Stadt segeln. Ist ja nichts Wildes. Nö. Ist weiteres Holz. Ja gut. Und jetzt? Hä? Aua. Warte, wir brauchen noch was, weil hier ist noch so ein Feld. Okay. WTF. Aber von unten kann ich nichts mehr holen, oder? Das muss ich, glaube ich, oben finden irgendwo. Na, klasse. Wartet mal. Gab's hier nicht noch irgendwo ein Suchfeld? Nee, gibt's nicht. Na, jetzt bin ich verwirrt. Weil hier ist offensichtlich auch noch was zum Ausgraben. Aber Moment mal. Was geht denn hier ab? Ach stimmt, wir hatten hier hinten noch was zu bauen, ne? Vielleicht hat es damit zu tun. Aha. Was ist denn das? Ja, toll, ein Rad, aber wozu das? Kann ich das auch verwenden? Sieht ganz so aus. Na dann. Hier lässt sich irgendwas Großes bauen, aber ich habe keinen blassen Schimmer, was das ist. Doch! Das ist eine Schleuder.
Okay. Und warum die Affen jetzt die Luke zerstört haben, ist mir nicht ganz klar. Und vor allem nicht, warum das zusammenhängt. Aber auf jeden Fall habe ich das Rätsel gelöst. Hier sind die letzten Bretter. Cool. Also das ist jetzt ein bisschen random-like und undurchdacht. Aber, ja, gut. Guten Flug. Boom. So, kann ich mich auch irgendwie dahin schleudern? Tatsächlich. Aber nur sie. Na dann. Tschüss! Die Alte wird über Bord geworfen. Richtig cool, ey. Wenn man das doch bloß mit jeder Frau machen könnte. Mit der man sich dann nicht mehr versteht irgendwann. Oder auch mit Männern. Ja, ich hate in diesem Part irgendwie die Frauen. Ist gar nicht so gemeint. Ihr könnt auch gerne eure Männer wegkicken, wenn die euch betrügen oder so, ne? So ist es nicht. Jeder hat Dreck am Stecken. Beide Geschlechter. Oh nein, da kommt der Norrington und will mich verhaften. Wie er schnell wedelt, damit irgendjemand das Zeichen vor ihm sieht. Also vor dem Norrington, bevor der kommt. Dann Herz. Oh nein, das Herz lockt ihn an. Fail. Aber er wurde nicht gefangen genommen. Interessant. Okay, sie sollte vielleicht nicht so öffentlich schwärmen. Denn schließlich soll der Norrington ja nicht wissen, dass sie in den Will verknallt ist. Ah, jetzt kommt die Szene. Okay, ich glaube, sie täuscht jetzt einen Heiratsantrag vor. Damit er ihr hilft, den Will zu finden. Genau so ist es. Und als Hochzeitsgeschenk irgendwie verlangt sie, dass er jetzt die Isla de Muerta, oder wie die hieß, ansteuert. So muss es. Ja, ja, so war es, genau. Dann müsste das Finale eigentlich auch dort stattfinden, weil wir sind echt schon am Ende des ersten Films. So ist es. Na, hoffentlich muss sie den Typen nicht heiraten. Der ist unsympathisch. Das war Lego Pirates of the Caribbean für heute. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Level fandet. Ich fand es sehr abwechslungsreich und auch sehr schön. Ich hoffe, so geht's weiter. Tschüss!